war ein kleiner Einblick meiner Babyparty von gestern. Und ich wollte euch natürlich noch die Geschenke zeigen. Ich habe sie ja einmal auf den Wickeltisch gestellt. Genau, es war super, super schön und ich danke meinen Schwestern, dass sie das so schön vorbereitet haben. Die haben mich mit der Deko komplett überrascht und auch mit dem Buffet und sowas. Und es war wirklich richtig, richtig toll. Und ja, wir haben richtig schön zusammengesessen, auch mit den Eltern von Felix. Und es war wirklich, also wirklich richtig, richtig toll. Und ich hätte es mir auch nicht so schön vorgestellt und bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir das noch vor der Geburt geschafft haben, sozusagen. So, und jetzt wollte ich euch einmal, wie gesagt, die Geschenke zeigen. Es sind richtig schöne Geschenke dabei. Und ich wollte euch das, wie gesagt, einmal jetzt zeigen in dem Video hier. Und genau, ich würde sagen, wir legen los. Von der Großtante von meinem Freund, beziehungsweise der Großtante, der Tante von meinem Freund, Großtante von meiner Tochter, beziehungsweise meinen Kindern. Und der Uroma von meinen Kindern gab es einmal dieses Geschenkset von Ernstings Family. Das ist ja so ein ganz bekanntes Starter-Set und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Und da ist ein Body drin, ein Halstuch, eine Hose und eigentlich noch ein Kuscheltier. Das hat meine Tochter aber auch schon rausgenommen. Genau, richtig süß in so grau und in 62, 68 ist das. Und dazu, beziehungsweise dabei, war noch ein Gutschein für Ernstings Family. Natürlich auch mega praktisch, braucht man immer. Und was ich von denen auch noch bekommen habe, ist so ein Babybuch von Winnie Pooh. Ich sehe gerade, das kommt auch von Ernstings Family. Und da kann man eben, genau, alles Erste sozusagen reinschreiben. Was kommt denn hier genau? Von einer guten Freundin von mir und Felix gab es einmal dieses süße Strampler-Set hier. Das hatte ich tatsächlich letzte Woche selber bei Ernstings Family in der Hand. Und jetzt hat sie es einfach tatsächlich geschenkt. Richtig, richtig toll. Das ist so ein, ist das ein Body? Ja, ein Kurzarm-Body in weiß mit so einer süßen Latzhose und das Ganze in 56. Ich habe nämlich auf die Wunschliste sozusagen geschrieben, ein paar kurze Sachen noch für den Anfang, weil ich echt gar nichts da hatte an kurzen Sachen. Und ja, so ein August-Baby, es ist einfach schwierig. Eigentlich sagt man, Neugeborene soll man schön warm einpacken. Aber einige sagen, die haben nur Kurzarm-Bodies getragen bei dem Wetter. Deswegen hier einmal ein bisschen was Kurzes, beziehungsweise lange Beine, aber obenrum ein bisschen kurz. Mal gucken, ob man das denn trägt, aber auf jeden Fall hier einmal ein Strampler und dazu dann noch dieses süße Bodykleidchen hier. Das ist auch von Ernstings Family in 50, 56, so ein Body eben dran und dann eben so ein kleines Kleidchen, auch richtig süß. Und dann waren da auch noch Socken bei. Hier beim Weißen fehlt schon der andere. Ich weiß nicht. Der ist bestimmt irgendwo noch im Wohnzimmer. Also, genau, einmal so ein weißes Set. Und die haben hier so süße Rüschen dran. Und das passt einfach so gut zu diesem Body hier. Und dann nochmal das Ganze in dunkelblau. Auch richtig süß mit diesen kleinen Rüschen drauf. Genau, dann gab es von meiner Schwester etwas mehr, nämlich einmal ein Body mit so ein paar Blümchen drauf, der ist von C&A in Größe 56 und sie weiß, ich stehe total auf diese Blümchenmuster und sowas, deswegen hat sie einmal den geschenkt und ich bin so verliebt in diesen Strampler, der war nämlich auch dabei, der ist auch von C&A in 56 und ich finde ihn so unglaublich süß, das ist so goldig. Also ich habe gestern schon gesagt, als ich ihn ausgepackt habe, der muss, glaube ich, mit in die Kliniktasche, einfach weil er so süß ist. So, und dann muss ich mal schauen, genau, dann gab es noch einmal Schnuller von ihr. Ich habe mir die von Bips gewünscht, beziehungsweise auf die Liste geschrieben. Aber sie dachte, das hier wären die, die ich meinte. Also einmal die von Nip, dieses Sherry. Genau, auch richtig süß und falls die kleine Schnuller nimmt, wir wissen es ja nicht, können wir die auf jeden Fall mal testen. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und da muss ich nochmal echt überlegen. Genau, dann gab es noch einmal Windeln. Eine so eine Probepackung von ihr. Einmal so eine kleine Probepackung Bäuchleinsalbe. Wusste ich gar nicht, dass es die in so klein gibt. Wir haben die nur in ganz groß.
einmal ein Multimarm-Kompresse. Und dann weiß ich gerade gar nicht, ob das Badethermometer auch von ihr kommt. Ups, da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, woher das kommt. Es kann auch sein, dass es von meinen Eltern kommt. Nee, von meinen Eltern habe ich ein anderes Badethermometer bekommen. Das zeige ich euch gleich. Achso, hier ist übrigens der andere Socke. Genau, auf jeden Fall gab es noch ein Badethermometer. Ich weiß nicht mehr, woher das kommt. Tut mir leid. Genau, aber achso, genau. Von meiner Schwester kam auf jeden Fall noch diese süße Strickmütze hier. Hoffentlich ist es dafür nicht zu warm, aber dies ist ja relativ dünn. Also nur, dass überall sie gestrickt ist. Mal gucken. Und noch einmal so eine Probe hier. Gab es auch noch. Ja, und dann glaube ich, können wir weitermachen mit meinen Eltern. Und meinen Eltern gab es einmal einen Bilderrahmen, wo man so, ja, vom 1. bis zum 12. Monat eben so das erste Jahr an Bildern reinmachen kann. Auch richtig süß. Dann gab es noch ein Badethermometer und das sieht so aus und das ist voll cool. Und das leuchtet und piept eben, je nachdem, wie warm das Wasser ist. Also wenn es zu heiß ist, wird es rot und piept. Und wenn es perfekt ist, wird es grün. Ganz cool. Dann gab es noch einmal so ein kleines Fettwäschenset mit so einem Elefanten drauf. Und das ist so ein ganz kleines Set, eher so für einen Kinderwagen, für so eine Kinderwagendecke. Und es gab auch noch ein neues Laken. Und das ist richtig gut, denn wir haben das Beistellbett aufgebaut und alle unsere Laken, da kommt der Hund gerade, alle unsere Laken sind zu klein. Und das hier passt, glaube ich, perfekt von den Maßen. Das heißt, es passt wirklich sehr, sehr gut. Genau, und dann gab es auch noch hier zwei kleine Proben von Veleda. Und dann, glaube ich, ach so, genau, von meiner Schwester und von meinen Eltern zusammen gab es noch einmal Heilwolle. Die habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste gehabt, weil wir da noch ganz, ganz bisschen hatten. Und ich dachte, das ist doch ein gutes Geschenk. Einmal Heilwolle, die ist nämlich super für einen wunden Po. Und einmal hier dieses Windelvlies, was ich für die Stoffwindeln brauche. Und genau, das haben die also auch nochmal geschenkt. Das braucht man auch immer als Stoffwindelmama. So, und dann ist eigentlich nur noch meine Schwester dran, meine große Schwester, die das Ganze so am meisten organisiert hat. Die hat uns eine Erinnerungskiste gemacht. So sieht die aus. Ich kann sie euch leider nicht von oben zeigen, weil der Name draufsteht. Beziehungsweise kann ich den Namen abdecken. So sieht sie aus. Und ich glaube, einige wissen, dass sie für Lia auch schon eine gemacht hat. Auch zur Babyparty. Und genau, da waren eben ganz, ganz viele andere Sachen noch drin. Achso, wir haben übrigens noch einen Türstopper. Den gab es übrigens auch von meiner Schwester. Genau, also meine große Schwester hat mir einmal diesen Body hier geschenkt. Und zwar mit Hashtag Team Mami. Sie musste da so ein bisschen an Instagram denken wegen Hashtag. Und deswegen hat sie den Body ganz süß gefunden. Dann hat sie mir einmal Binden besorgt. Eigentlich packt sie in diese Erinnerungskisten, denn sie verschenkt immer Erinnerungskisten, weil sie die super gerne selber macht. Packt sie immer ein Paket Windeln, aber sie weiß ja, dass wir mit Stoff wickeln und deswegen hat sie diesmal ein Paket Windeln für mich sozusagen eingepackt. Genau, einmal Always Binden für das Wochenbett. Ja, die habe ich auch noch gar nicht da und habe die auch noch nicht probiert bei Lia. Ich bin sehr gespannt, es sind 9 Stück drin. Dann hat sie da auch noch reingepackt, oh, es kommt mir gar nicht ran, Pflegetücher, die braucht man auch, obwohl man Stoffwindelmama ist. Denn genau, nach dem Abwischen mache ich habe ich bei meiner Tochter immer den Popo ja so ein bisschen trocken gemacht mit den Tüchern. Denn nur ein nasser Popo wird wund, sagt man so. Und genau, deswegen ist das echt ganz praktisch. Und unsere sind gerade sogar leer gegangen, weil ich die tatsächlich sogar noch für meine Große benutze. Und dann war, glaube ich, nur noch das Gutscheinbuch dabei. Und das Gutscheinbuch ist so cool, Leute. Denn sie hat einmal hier ganz viele kleine Gutscheine gemacht fürs Wochenbett. Zum Beispiel für ein gekochtes Essen deiner Wahl. Oder für einmal Babysitten, für einmal einkaufen gehen, für eine dicke Umarmung. Also ganz, ganz viele coole Gutscheine, die ich auf jeden Fall einlösen werde. Und ich finde das so süß. Das ist einfach typisch meine große Schwester. Die ist einfach immer so kreativ und sowas. Ja, und das war es tatsächlich auch an Geschenken. Ach nee, wir haben von
den Eltern von meinem Freund noch ein Kuscheltier bekommen. Das ist so ein kleiner Hund. Der ist super, super süß, aber den hat meine Tochter auch schon beschlagnahmt. Und damit spielt sie auch schon, hat sie gestern die ganze Zeit rumgetragen und sowas. Genau, deswegen wollte ich ihr den jetzt nicht wegnehmen, aber den werde ich euch sicher auch nochmal irgendwann zeigen. Ist auf jeden Fall auch mega süß. Der ist von Siggy Kid und ist wie gesagt so ein kleiner Hund. Genau. Und das war es tatsächlich auch. Mehr gab es nicht und ich bin super zufrieden. Wie gesagt, das ist das Schönste für mich, einfach das Zusammensitzen. Und mir ging es da echt gar nicht um die Geschenke. Ich hatte ja auch eigentlich fast gar keine Wünsche, außer die Bibschen und die Heilwolle. Einfach weil wir ja fast alles haben und mir es einfach wirklich nicht um die Geschenke ging. Genau, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!